Für sie ist es das grösste Abenteuer. 4 Tage verbringen sie zusammen in der Natur. Da, theoretisch? Nein. Das braucht eine gute Orientierung. Handwerkliches Geschick. Überwindung. Ja, die gehen jetzt irgendwo in den Wald. Und Teamgeist. Sie sind Pfadfinder mit Herzblut. Und wer da dazugehört, hat einen Pfadinamen. Ich heiße Tabasco, Chinchilla, Vapori, Tool, Dezibel, Fleck. Wer bei den Pfadi-Adler ist, muss einiges mitmachen. Wir haben das verlaufen, 2-mal. Was da im Pfadilager wirklich abgeht, das siehst du in My Story, im Pfadilager. Kurz vor dem Pfadilager. Hier wohnt Joy, oder Thul, wie sie ihr Pfadi heisst. Sie war schon im engen Pfadilager und weiss genau, was sie packen muss. Gut ist sicher, wenn man etwa 2 Paar Hosen dabei hat, weil die wären ziemlich schnell dreckig. Und Jäckli und eigentlich im Grunde sollte alles dreckig werden und so, weil sonst ist auch nicht so gut. Die Taschenlampe ist natürlich auch wichtig. Weil es eine Nachtübung gibt, das ist für ihn Zelt. Man findet sie wahrscheinlich schnell etwas nicht mehr in unserem Chaos. Ich weiss nicht, das Feuerzeug und kein Kleber, ich nehme einfach so mal mit. Und da ist der Fabian am Packen. Schauen. Im Gegensatz zu Thul ist er auf Packlisten angewiesen. Er ist nämlich ein Neuling in Pfadi. Also ich bin einmal in Pfadi einfach mal schauen, wie es dort ist. Dann hat mir das gefallen und jetzt seither gehe ich eigentlich regelmässig. Genau. Schnur tun ich noch einpacken. Für was Schnur ist, weiß ich nicht. Das kann er auch noch nicht wissen. Es ist sein allererstes Pfadilager. T-Shirts und einfach auch dickere Sachen, falls es eben auch Wetterumschläge gibt. Dann natürlich noch das Pfadihömmli. Und eigentlich gehört auch noch die Pfadikrawatte dazu. Aber die finde ich leider nicht mehr. Ja, auf dem Pfadihömmli können die anderen unterschreiben. Und dann gibt es von jedem Lager oder Übernachtungsweekend gibt's so einen Platz, einen Badge, sagt man dem, wo man dann hier hinten drauf nähen und sammeln. Da würde ich dann auch also auf der Wanderung angehen, glaube ich. Sein Hemmli hat noch kein Badge drauf. Ich will es erst neu haben. So. Der Fabian kann sich noch nicht so richtig auf das Pfadilager freuen. Er hat ein bisschen komisches Gefühl. Irgendwie ein bisschen mulmig, weil ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Thul kann sich vorstellen, wie sich der Fabian jetzt fühlt. Auch für sie war das erste Lager etwas Besonderes gewesen. Darum hat sie für Fabian einen guten Tipp. Also ich würde mir auch sagen, aufgeregt sein gehört dazu und so. Und es ist auch am wichtigsten, dass er sich darauf freut. Und dann, wenn er dort ist, geht dann auch von selber. Wenn er einfach mitmachen und so. Und dann kommt es so wirklich automatisch eigentlich gut. Ich freue mich einfach auf das Ganze und so mit meinen Kollegen zusammen zu sein und es lustig haben und so. Also eigentlich geht es vor allem um Spass, weil das ist das, was du eigentlich die ganze Zeit hast. Und ich freue mich vor allem so drauf, auf die Übungen. Ja. Bahnhof Aarau. Da fährt das Abenteuer an. Bevor die Pfadis zu ihrem Lagerplatz gehen, steht jetzt eine 2-tägige Wanderung an. Und das ist noch nicht alles. Sie wissen nämlich nicht, wo sie heute übernachten. Ihren Schlafplatz müssen sie selber organisieren.
Besser, sie nehmen genug Proviant mit. Man weiß ja nie, wo man dann landet. Ja, ist einfach so viel. Hey, der hat keinen Platz mehr. Und wir brauchen noch Platz. Jetzt müssen sie vorwärts machen. Im Dunkeln will niemand einen Schlafplatz suchen. Während die erste Mädchengruppe schon loszieht, gibt es bei den Thulen ein Problem. Scheiße! Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Ich trage Jacke ganz vergessen. Hast du sie nicht im grossen Gepäck? Dann müsstest du schnell jemanden anrufen, der dir bringt. Jetzt sind wir sicher, wird es regnen. Mann. Und jetzt macht sich auch noch die Bubengruppe mit dem Fabian auf den Weg. Die Thule kommt langsam ins Schwitzen. Die Zeit ist kostbar. Mama? Wo bist du? Wegen ihr muss die ganze Gruppe warten. Ich habe meine Jacke vergessen. Wenigstens hat diese Gruppe keinen Vorsprung mehr. Sie sind als Erstes gestartet und prompt in die falsche Richtung gelaufen. Also der erste Weg links oder rechts sind falsch. 50-50 Chance sind sie leider nicht verrutscht. Wenn sie wüsste, wie ihre Route aussieht. Hallo. Weißt du, wo sie ist? Sie ist gekommen. Solona, die Pfadileiterin, würde jetzt gerne gehen. Das ist immer so, weil ich vergesse die ganze Zeit alles. Danke. Endlich die Erlösung. Es kann losgehen. Ich kann gerne noch. Die Gruppe ist schon fast am Ausgangsort der Wanderung. Der Fabian ist etwas nervös. Er hat keine Ahnung, was auf ihn zukommt. Zumindest hat er schon mal aufgeschnappt, wo es jetzt überhaupt hergeht. Ja, also wir wandern auf Bützen. Wer ist der Bahnhofteil? Der Pfadileiter Gizmo übergibt die Karten dem Vivo. Jetzt sind wir hier und jetzt laufen wir hier vor. Ab jetzt ist er dafür verantwortlich, dass sie noch vor dem Eindunkeln am richtigen Ort sind. Ja, und du bist dafür. Irgendwie so. Ein erfahrener Pfadler macht das mit links. Ich hoffe es. Weil wenn sie es nicht schaffen, haben sie heute am Abend ein Problem. Also, wir sind irgendwo dahinter gefahren. Da ist Bibelstein. Jetzt sind wir sehr wahrscheinlich hier. Bei den Mädchen übernimmt Thule die Verantwortung für die Routenplanung. Ja, wir müssen hier rauf. Ja, Solona, ich kann Karten lesen. Sie weiss, was durchgeht. Meint sie auf jeden Fall. Aber schon nach wenigen Metern stehen die fünf vor einem Problem. Ja, da hat sie Weg. Ja, viele Dinge können her. Das ist erst, wenn man in die Kube nimmt. Jetzt, warte, du rein, geht's aber wieder raus. Super. Nein, wir können dort rauf. Wo? Das ist ein grosses Feld. Ja, aber auch. Ja, das ist ein Feld. Aber wo hast du einen Weg gesehen? Dort hat es einen Weg, ich weiß. Schon etwas peinlich für die Pfadfinderinnen. Aber das passiert ja auch nicht so viel. Nein, 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 normal. Kann man ruhig. Jetzt haben wir, glaube ich, den richtigen Weg. Finde ich den Weg tarnt. Das sieht wirklich nicht nach einem Wanderweg aus. Bei der Gruppe von Fabian läuft es wie am Schnürli. Jetzt gehen wir links. Genau. Also da. Genau. Okay. Der Vivo hat die Wanderrouten im Griff. Oh, gerne mache ich es nicht unbedingt. Nein. Aber es, ja, es geht und es gehört halt zu der Grundausstattung. Das sollte eigentlich jeder können. Also jeder Pfadler sollte eigentlich können. Karten lesen. Weil man braucht sicher irgendwann mal. Man hat einfach nicht immer das Handy dabei oder so. Das kann man schon sagen, wenn man nur der Hauptstrasse entlang laufen muss. Die Mädchen, die im Wald unterwegs sind, ist da schwieriger. Wir gehen. Da, theoretisch? Nein. Jetzt erst hier rauf, aber wir müssen nur einen dritten Weg haben. Jetzt gibt es vier Wege. Eins. Ui, wenn das so weitergeht, schaffen sie es nicht, rechtzeitig am Übernachtungsort zu sein. Aber wo das Wasserreservoir ist, dort müssen wir her. Ich glaube, es ist hier rauf. Ja.
Die Buben hatten Glück mit ihrer Wanderroute. Sie haben es easy. Was sind deine Eltern? Für Fabian ist das gerade eine gute Gelegenheit, seine Pfadigspendli besser kennenzulernen. Meine Mutter war Arzthelfin und mein Vater ist Buchhalter. Genauso spiele ich noch Hobbit Kingdoms of Middle-earth. Also so irgendetwas. Langsam verschwindet auch das mulmige Gefühl, das Fabian am Anfang hatte. Er würde sogar sagen, also, dass ich mich wohlfühle. Das ist anscheinend nicht selbstverständlich. Also nicht alle werden so nett behandelt. Man hat eigentlich lieber solche, die... So die Leiter nicht, aber also die Kinder haben lieber solche, die viel Tumult machen und so. Und viel Scheissdreck. Jetzt ist ihnen aber nicht nach Tumult und Scheissdreck machen. Zuerst wird jetzt mal so richtig schön gepäuselt. Zeitlich ist diese Gruppe ja gut unterwegs. Also wir sind jetzt von hier nach hier. Und jetzt müssen wir noch hier her und dann da irgendwo noch wieder raus. Sie haben noch nicht die Hälfte der Route hinter sich. Und anstrengend ist es. Ja. Sophie, smile! Svenja braucht dringend eine Pause. Und dann kannst du vorne heißen, du hast auch eine Pause. Nein, du tust das falsch dran. Zu viel Zeit dürfen sie aber nicht verschwenden. Sie sind nämlich mal am Ziel, geht es erst richtig los. Eine schwierige Aufgabe erwartet sie. Dort einen Ort zum Übernachten finden. Die Fadis wissen noch gar nicht, wo sie am Abend schlafen. Nicht im Zelt und nicht im Hotel, das ist klar. Also gehen Leute und fragen, ob wir übernachten können. Bei wild fremden Leuten. Ja. Was zum Beispiel, wenn sie niemanden finden, der ihnen hilft? Draussen schlafen. Das wäre aber auch mal lustig irgendwie. Buben haben doch im Sola oder im letzten Pfeiler am Strassenrand geschlafen. Hoffentlich passiert ihnen das nicht. Sie wollen unbedingt vor der 8:30 am Übernachtungsort sein. Sonst wird es schwierig, noch etwas zu finden. Ja, gewisse würden sich dann wahrscheinlich mehr als ob uns nerven, also wenn sie dich wecken oder so. Ich weiss nicht, also früher ist besser als spät, würde ich jetzt mal sagen. Ja, sag doch das alles. Sag doch ganz genau. Die Buben lassen sich wegen dieser Übernachtung nicht stressen. Sie haben so nicht mehr so weit. Es sind etwa 2-2,5 Kilometer. Nur noch? Ja. Zeit für sich langsam Gedanken zu machen, wo sie heute Abend landen könnten. Grosse Ansprüche haben sie nicht. Heu wäre nicht schlecht. Stroh, Heu, Zelt. Also einmal haben wir im Bundeslager, dort haben wir müssen, kennen Sie da die Festbank? Auf denen haben wir mal übernachtet. Das war nicht so lustig. Es sind einfach brutal hart und so. Da ist der Boden fast weicher, aber es war alles mit denen ausgelegt. Da haben wir sie ja dort drauf müssen schlafen. Okay. Da, geradeaus. Endlich, Thul sieht das Dorf, wo sie müssen heranwandern müssen. Oh. Und dort das weiße Ding ist vielleicht. Also, was hast du noch erzählen? Die Sonne geht schon bald unter. Auf den letzten paar Metern geben sie noch so richtig Gas. Das Ziel ist schon in Sichtweite. Bei ihnen gilt sie zu ernst. Ja, oh, wir können mal das erste Haus hier rechts fragen. Okay. Ogi! Ich frage nicht. So spontan für 6 Leute einen Schlafplatz zu finden, das ist nicht einfach. Da muss man strategisch vorgehen und sich gut überlegen, wer bei den Leuten geht.
Also ich würde jetzt mal sagen, dass es ein kleiner Gaggenfrage ist, nicht der Gizmo. Sonst hätten die einen Angst. Nein, ich glaube das so. Also wenn der Gizmo Gaggenfrage ist, sollte das schon okay sein. Ja, am einfachsten ist meistens, wenn man ein paar kleine mitnimmt und einen Leiter oder einfach ein bisschen und der größere fragt. Weil die Kleinen wirklich nicht mehr süß und das ist immer so ein bisschen vorteilhaft. Ich habe nicht klein. Nein. Zu dieser Beschreibung passt am besten der Vaporin. Gehst du mit? Hä? Gehst du mit? Ja. Sie haben wahrscheinlich ein bisschen Angst. Ja, ich weiss, dass sie und das hier ist ganz ein gutes Zeichen. In diesem Dorf scheint es Bauern zu haben. Die haben im Notfall immer ein Plätzchen. Zum Beispiel in einem Stall. Bequemer wäre es natürlich auf einer richtigen Matratze, in einem warmen Zimmer. Wer weiß, vielleicht klappt es schon beim ersten Versuch. Vorwärts. Die Mädchen haben es zum Glück noch vor der halben 9 geschafft. Aber es wird schnell dunkel. Und sie läuft hier nicht einfach beim erstbesten Haus. Also, wir schauen da so ein bisschen schon, was uns eher gefällt. Oder weiss auch nicht. Also, es wird vielleicht nicht so ein mega modernes Haus sein. Weißt du, wir sind ja. Unsere Schuhe und so sind nicht so super gerade. Es so halt. Kommt ja eigentlich auf die Leute an, die darin wohnen. Aber das wissen wir ja vorher nicht. Also, von dem her. Und ich weiss nicht, also ich würde sagen, so ein Block oder so ist auch nicht so praktisch, weil die haben meistens nicht so viel Platz. Und so. Und von dem her vielleicht eher ein Haus. Oder, ja, würde ich jetzt mal sagen. Sie fragt dich jedes Mal, sind der schon am Nacht? Ah, ja, gell? Dann fragt sie dich. Ja, genau. Ja. Nein, sind der am Nacht? Sind der? Oh, Scheibe. Oh, Mann. Sieht ziemlich dunkel aus. Sieht extrem unbewohnt aus. Hier hat es nicht geklappt. Nächster Versuch. Ich glaube nicht, dass es irgendeine... Sie haben Pech. Auch da ist niemand daheim. Wenn das so weitergeht, müssen sie vielleicht wirklich noch am Strassenrand übernachten. Schön, dass du vielleicht haben die Mädchen mehr Glück. Aber die stehen noch vor der schwierigen Entscheidung, wo sie überhaupt rufen wollen. Ja, wir können in die Richtung. Richtung. Aber irgendwo müssen noch sie übernachten. Es bleibt ihnen nichts anderes übrig, als einen ersten Versuch zu wagen. Komm, Jacke, gehen wir zusammen. Nein! Du musst immer sagen, also du redest, ich komme mit, okay? Nichts war. Nein. Nein, das war unser Spiegelbild. Man sieht gar nicht durch. Ein Spiegel. Ich spiegel mal, das sagt drinnen. Das ist nett. Brennt Licht. Das brennt Licht, aber. Ich bin fest. Da ist Licht. Was ist der Arnold? Ich lasse mich gleich lieber. Die lustigen Blüten. Blüten. Wenn zu irgendjemand altem, der sowieso Ja sagt. Oben sieht es hell aus, aber brennt Licht im Fall. Ja, ich lüge mal. Ja, nicht. Ja, aber er hat das so blöd angeschaut. Oh, Licht geht an. Ja, hallo. Grüezi. Grüezi. Ich bin Fadi Adler Aarau und wir sind auf einer zweitägigen Wanderung. Ja. Und wir müssen einen Übernachtungsplatz suchen. Oh. Fabian, seine Gruppe hat Glück. Sie können zwar nicht hier übernachten, aber der Mann kennt jemanden, wo sie hergehen können. Du, Reto, hier bei mir stehen 6 junge Pfadi. Es ist zwar nicht die erhoffte Luxusvariante, aber sie sind froh, müssen sie jetzt nicht mehr weitersuchen. Bitte, Gänchen. Ich wünsche euch ein schönes Pfingstler. Merci. Schönen zusammen. Tschüss. Schönen so, jetzt haben wir einen Schlafplatz. Du hast einen Bock gesagt. Jetzt sind wir hier. Und wir haben auf dem Heuboden, hat zwar kein Heu mehr, aber auf dem Holzboden, und das ist auch noch bequem zum Schlafen. Ja, Leute, ihr habt Mädchen dabei. Du nicht? Es hat schon länger gedauert. Aber auch schon schneller. Aber ich finde es okay. Jetzt müssen wir halt eben noch laufen bis dort.
Die Mädchen überwinden sich ein zweites Mal. Tatsächlich, es ist jemand daheim und hat sogar den perfekten Schlafplatz für sie. Ja, yeah, sie haben Geissli! Sie können es selber fast nicht glauben. Jetzt haben wir halt mega Glück gehabt, dass wir jetzt etwas gefunden haben. Und ja, tut mal. Das ist doch schön. So cool, so ein Häuschen wollte ich auch. Ich sage Mami, unsere Garage muss doch ein Stock höher werden. Auch die Buben haben es jetzt geschafft. Wow. Sie übernachten auf diesem Bauernhof. Gut. Ich zeige euch schnell, wo ihr liegt, was ihr dürfen und was nicht. Gut. Ich weiß nicht, wenn man über die Nacht ins Wild ist. Wir schlafen sozusagen mit den Kühen zusammen. Wir machen hier viel Lärm. Aber wir haben einen guten Schlaf. Ja. Ja, wir kommen um 6:30 am Morgen in den Stall. Da werden die Kühe, dann sind wir hier. Ja. Keine Matratze, dafür Stroh bauen. Immerhin. Sie haben ja damit gerechnet, dass sie auf dem Holzboden schlafen müssen. Es ist noch recht gut gegangen. Also ich habe einen guten Platz, man kann kochen und alles. Wie findest du es, Fabian? Eigentlich auch gut. Ja. Ja, ich hätte es. Also ich finde es gut, dass wir nicht auf dem Holzboden, Holzboden schlafen müssen. Das ist schon viel besser. Im Gegensatz zu den Buben ist diese Einrichtung doch schon sehr komfortabel. Also ich würde sagen, das ist eigentlich genial. Man hat für jeden eine Matratze und ein Sofa und genug Platz. Es ist selten, dass du etwas bekommst. Letztes Mal haben wir auch teilweise auf dem Boden geschlafen oder so. Und so stören wir auch die anderen im Haus nicht. Und ja, ich würde sagen, das ist wirklich perfekt eigentlich. Es ist mega cool, wir haben so noch wie unser eigenes Häuschen sozusagen. Ja, das ist mega cool. In diesem Häuschen hat es zwar keine Küche, aber ihre Nacht können sie im Haus des Gastgebers kochen. Für ihn ist das eine Selbstverständlichkeit. Er war schliesslich auch mal Pfadfinder. Ich war trotzdem mal auch froh, wenn jemand gesagt hat, ich könnte bleiben bei meinem Hike. Und ich denke, ja, wir haben jetzt hier genug Platz dort drinnen. Und ich denke, das ist kein Problem. Vor allem so Pfadikinder kannst du eigentlich immer trauen. Also uns haben wir immer können trauen. Also ich denke, dass bei denen auch so wird sein. Hier oben sieht es auch schon aus. Was machen wir, Pfadi? Häng schon. Oh. Gib mal die Kamera. Wieso? Die Buben staunen noch nicht schlecht. Unter dem Stall hat es eine grosse Küche. Da können sie dann ihre Spaghetti kochen. Zuerst müssen die Vater aber noch etwas Wichtiges erledigen. Ich melde jetzt den anderen Leuten, die wir sind. Dass sie sehen, dass wir wirklich einen guten Schlafplatz haben. Also dass es uns gut geht. Und das ist eigentlich mehr so für Sicherheit. Ja, schreibe ich das kurz. Und es hat zu wenig Salz dran. Ja. Am 10 Uhr am Abend gibt es endlich die Nacht. Das ist wirklich ein Weichenherr. Die Mädchen glauben nicht, dass es die Buben auch so gut haben wie sie. Nein, definitiv nicht.
Also ich glaube nicht, das ist jetzt mega Luxus, was wir haben. Also ich glaube, das ist irgendwie ein mega Spezialfall, den wir hier gerade haben. Also recht Glück gehabt. Nein, ganz klar nicht. Hast du vorne keinen Platz? Nein, vorne jetzt keinen Platz mehr. Böck, rutsch mal, du bist am Meister. Komm näher zu mir, du. Jetzt auf einem harten Boden stehst, dann bist du am Morgen ganz so... Warte, geht alles zusammen? Nein, es geht. Ich kann dir trotzdem sagen. Keine Angst. Du schreibst es doch. Wir sind halt ja in einem Lager, also die Kürzeste zu haben, dass wir nicht so viel schlafen. Also das wäre jetzt irgendwie komisch, also wenn du jetzt irgendwie für uns ins Bett würdest gehen als zu Hause. Also. Ja. Also das haben wir ja schon früher.